Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Police Patrol Simulator. Wir sind immer noch in Downtown unterwegs. Und was ist hier passiert? Wer hat hier Müll weggeworfen? Du warst das? Hey, sieh da. Ja. Nee. Sie an, weil Sie Müll auf den Boden geworfen haben. Doch. Warum sollte ich Müll auf den Boden werfen, Officer? Ich weiß, was ich gehört. Ich hab's ganz genau gehört. Ausweis, Sie mir bitte. Bitte Ihren Ausweis zeigen? Ja, Officer. Bitteschön. Ja, her damit. Komm, zeig her das Ding. So, Melendez Gabriel. Ist noch nicht abgelaufen. Gut. So, da muss ich Sie leider bestrafen. Wegen Umweltverschmutzung. Ich muss Sie wegen Umweltverschmutzung mit einem 25 Dollar Bußgeld belangen. Warum ist das so teuer? Na, damit Leute das nicht machen, so wie Sie. Und tschüss. Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Hauen Sie rein. So, weiter geht's. Wir schauen uns mal weiter um. Ja, sehe ich. Die Person hat gerade... Officer, ich brauche Unterstützung. Könnten Sie mir bitte helfen? Was macht man denn, wenn Personen fliehen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es immer noch nicht. Ihr werdet mir jetzt bestimmt in den Kommentaren sagen. Ich weiß, dass das jemand von euch dachtet, deswegen... Hi! Hallo. Okay. Hey, Officer, können Sie mir bitte weiterhelfen? Weiß ich nicht. Ich glaube, die beiden brauchen da erstmal Hilfe. Okay, hi. Wo wollt's denn hin? Entschuldigung, Officer. Ich suche nach dem Blackbird Theater. Wissen Sie, wo das ist? Nee, es... Zeigen Sie mir die Karte. Das ist mein erster Tag heute in Downtown. Ich weiß es selber nicht so genau, um ehrlich zu sein. Blackbird Theater? Ja, dann gehen Sie mal hier hin, ne? Das ist gut. Das ist aber Pech. Ich werde jemanden suchen, der die Stadt besser kennt. Ja, machen Sie das. Snackstop, guten Tag. So, gut, weiter geht's. Kann jetzt auch nichts dafür, ne? Na, das Ding ist aber abgelaufen, du. Das gibt ein paar Punkte. Moment mal. Steht doch in der falschen Richtung, ne? Das geht ja so nicht, da kommt ja alles zusammen, ne? Wahrscheinlich darf er hier auch nicht stehen. Aber... Hier steht vor einem Hydranten, das ist bestimmt auch verboten. Alter, was ist denn mit der Stadt hier los? Leute! Ein abgelaufenes Kennzeichen nach dem anderen, die reihen sich hier ja alle ein. Er steht hier direkt vorm Bürgergehweg, ist wahrscheinlich auch verboten. Aber es ist der erste Tag, wir wollen es noch gemütlich angehen, ne? Ist da nicht auch Streife eigentlich? Bin ich mit dem Auto normalerweise unterwegs? Wo habe ich denn das geparkt? Ah, da hinten. Moin. Irgendwie wieder zu unserem Auto zurücklatschen, ne? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen heute noch ganz normal zu Ende. Und nächste Woche wird dann vermutlich, ich schätze mal, die letzte Woche vom Police Patrol Simulator sein. Also ihr habt es ja schon gemerkt, so mich zieht es dann doch wieder zu neuen Tätigkeiten. Irgendwie... Das Polizeidasein habe ich nun schon so oft ausprobiert und immer wieder wird mir langweilig nach einer Zeit. Diese Verantwortung stresst mich, das kickt einfach rein. Und es ist auch diesmal wieder so weit, dass ich mir halt einfach sagen muss, ja, ich glaube, ich muss mir halt eingestehen, dass ich mir einen anderen Job suchen muss. Dass ich mir was Ruhigeres suchen muss. Was Entspannteres, ne? Wenn da jemand Ideen hat, immer gerne in die Kommentare. Das geht ja gar nicht hier, den schleppen wir direkt ab. Guck mal. Erstmal kriegt er einen Strafzettel, dass er auf dem Gehweg steht. Ich wollte ihn eigentlich abschleppen, aber okay, dann halt nicht so direkt abschleppen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Alles klar, wer hat hier gerade schon wieder Abfall weggeworfen? Der ist da hinten, hat Glück gehabt, ist mir zu weit, da renne ich nicht hin. Valid und... Was? Man kann es an der Farbe erkennen, ich muss eigentlich nicht immer ranzoomen. Oh, expired. Das ist aber schlecht, Bruder. Das ist aber schlecht. Da stelle ich doch direkt ein Knöllchen aus, nicht wahr?
Wir müssen auf jeden Fall... Oh, was ist denn hier wieder los? Also auch in der Großstadt werden Leute umgefahren. Straßenabsperrungen. Lenke Verkehrsstaus um. Verkehrsstaus und stelle eine bessere Verkehrsflüssigkeit, indem du Straßensperrungen einsetzt. Diese findest du im Kofferraum deines Streifenwagens. Straßensperrungen zwingen Fahrzeuge, die Spur zu wechseln und eine Kehrtwende zu machen, wenn sie auf der äußerst linken Spur aufgestellt werden. Sie dienen auch zum Reservieren von Parkplätzen, wenn sie dort platziert werden. Denk daran, sie wieder einzusammeln, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Ja, ich habe leider... Ich habe jetzt leider mein Auto gerade nicht bei mir. Das steht irgendwo weit weg, deswegen müssen wir das ohne machen. Rettungswagen rufen. RTW erbieten. Erstmal einen Rettungswagen rufen. Dann fangen wir an, Zeugen zu befragen. Ne, wir machen erstmal Fotos. Fotos ist immer gut. Starten mit Fotos. Zack. Und sie ist da am Smombien. Weiß ich nicht, ich finde das sehr unhöflich. Da kommt dann so einer, möchte helfen. Und du hängst da am Handy rum, weißt du? Was soll denn das? Er auch, alle am Telefonieren. Die geben alle einen Fick drauf. Finde ich persönlich das nicht in Ordnung. Ist so meine Meinung. Aber gut, vielleicht bin ich da altmodisch oder so. Find's einfach unhöflich. Gehörst du mit dazu? Da liegt auch noch einer mittendrin. Stand nur dabei. Pylonen. Lenke Verkehrsstaus und stelle einen besseren Verkehrsfluss sicher, indem du Pylonen einsetzt. Diese findest du im Kofferraum deines Wagens. Pylonen zwingen Fahrzeuge, die Spur zu wechseln, wenn diese gesperrt ist. Sie dienen auch zum Reservieren von Parkplätzen, wenn sie dort platziert werden. Denk daran, sie wieder einzusammeln, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Jo. Habe ich jetzt gerade nicht dabei, muss auch so gehen. Hat bis jetzt aber auch immer auch so geklappt. Das wird auch hier wieder so funktionieren, ich sage euch. Pylone und Straßensperrungen scheinen auch das gleiche zu sein. Scheint es nicht wirklich einen Unterschied zu geben. Außer in der Form. So, ich glaube, ich habe alles abfotografiert. Gut. Okay. Was ist passiert? Hören Sie mich? Dann reden wir erstmal mit dieser Person. Okay, super. Guten Sie Tag. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter untersuchen. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Können Sie alleine diese gehen? Diese Person ist überraschend ja, abgebogen. Geht. Ich gehe zum Krankenwagen. Überraschend abgebogen. Ah, okay. Führerschein, Fahrzeug, bitte. Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Zeig mal her, was du da hascht. Okay, das ist noch nicht abgelaufen, das passt. Was macht denn deine Versicherung? Die ist auch noch nicht abgelaufen. Wunderbar, ist okay. Alles gut. Ich schaue mich mal weiter um, ne? Dann fragen wir mal ihn hier. Moin, ihn. Hallo. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin mir sicher, dass ich geblinkt habe, Officer. Hör ich öfter in letzter Zeit. Ausweis und so. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Wird genickt. Ja, natürlich, Officer. Wir sind uns einig. Dieser Ausweis ist abgelaufen, wird. Und wie sieht's mit der Versicherung aus? Die ist nicht abgelaufen. Gut, dann gibt's jetzt erstmal eine Strafe, weil dein Ausweis abgelaufen ist. Zack. Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Ich bin so richtiger Arsch. Warum ist das so teuer? Ja, das ist das Leben, ne? So, noch jemand hier? Was ist mit dem Rest, mit dem RTW? Der ist da am Start, aber so wirklich was passieren tut nicht. Gehörst du auch noch dazu, ja, ne? Was genau haben Sie gesehen? Ich habe definitiv geblinkt, Officer. Ja, das ist auch nicht die Frage. Ich wollte wissen, was Sie gesehen haben. Mann, Ausweis bitte. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Dankeschön. Guck mal, ich finde es schon, wie alles unscharf ist. Ne? Alles ist so unscharf geblurrt, außer da im Hintergrund vom Gulli der Rauch. Ja? Der Nebel, Rauch ist das falsche Wort. Der ist nicht abgelaufen. Der ist auch nicht abgelaufen. Gut, passt. Hier ist erstmal Ihr Unfallbericht. Okay. Hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Bitteschön. Kannst wieder gehen, das ne? War's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Okay, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh, ein Gehirnbruch. Ist nichts Schlimmes, glaube ich. Unfallbericht, bitte. Hier. Aber ein Arzt Ihr Unfallbericht. Einen Blick auf Sie werfen. Okay, danke, Officer. Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Ja. Und tschüss. Sie dürfen fahren. Ich kann gehen. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Und auch für dich, dein Unfallbericht, bitte. Alles klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Vielen Dank, Officer.
Bitteschön. Tschüss. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Wow, oh, alles klar. Ist okay. Fahrt ihr alle weg mit euren Karren? Schön über die... Ja, fahr über ihn drüber. Das ist in Ordnung. Fahr einfach drüber. Kannst dir nicht ausdenken. So, wo ist unsere Karre? Unser Auto wiederfinden. Das ist irgendwo. Ach, wir sind jetzt einfach zu Fuß unterwegs. Ist zu spät. Ich hab's irgendwo stehen lassen. Verschissen. Jetzt gehen wir mal hier die Parksituation noch ein bisschen angucken und dann passt die Sache. Hier gebaut. So, Unfall erledigt. Valid. Okay. Oh, da ist die Wache. Direkt schon da. Und das ist Blackbird Theater. Ich hab's gefunden. Tut mir leid. Jetzt könnte ich ihm sagen, wo es ist. Naja. Nur ist zu spät. Expired. Oh, das sieht schlecht aus, Bruder. Da muss ich dir leider einen Strafzettel aufdrücken. Nützt ja nix. Das nützt ja nix, ne? Bitteschön. Ist das noch was anderes? Expired? Nee, das passt. Gut. Diese Person hat unerlaubt die Straße überquert. Ja. Hallo. Festhalten. Was ist denn hier los? Ich halte Sie fest, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Sie haben mich erwischt. Tut mir leid. Ja. Ich rieche da Alkohol. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Bitte sehr. Zeig mal her. Passt soweit. Sind Sie betrunken? Ich werde Sie abtasten für den Fall, dass Sie etwas Illegales mitführen. Servierten. Okay, nee, passt. Muss ich leider bestrafen. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen unerlaubter Straßenüberquerung. Warum ist das so teuer? Und dann lasse ich sie mal laufen, ne? Ist in Ordnung, Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Alles in Ordnung. Und weitermachen bitte. Weiterfahren. Weiterfahren. Ach, die Häuser da hinten. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht einfach nur wunderschön, wie die nicht geladen sind? Herrlich. Herrlich. Dit ist valid und dit ist nie mehr valid. Da muss ich leider dann doch einen Strafzettel verteilen. Da ist das Kennzeichen leider abgelaufen. Hi. Moin. Da hat jemand Spaß. Wie sieht's hier aus? Ebenfalls hart abgelaufen. Da gehen die Verstöße raus. Und da hat wieder immer Müll weggeworfen. Das ist unfassbar. Die Leute, ey. Da möchtest du manchmal einfach nur noch eine Bombe, ne? Eben nur noch Neibombe, wisch? Einfach Neibombe. Ey, sie! Sie! Wir rennen mal hinterher. Ah, das wird nichts mehr. Da waren wir leider zu langsam. Das ist Welle, vielleicht kriegen wir den doch noch. Das ist er doch. Den kriegen wir doch noch. So, da ist er doch. Hallo. Hey, fahren Sie rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Oh mein Gott, er ist in ihn hineingefahren. Das sollte so aber nicht sein. Ob das gut ist, dass das kein Blechschaden ist? Also normalerweise gibt es hier doch immer irgendwelche Unfälle, aber das war mal keiner. Oh, Junge! Was ist da denn los? Da ist schon wieder einer Müll weggeworfen. Hier erstmal ein Strafzettel für auf dem Gehweg. Zack, so. Da warten wir mal, wo der jetzt hier gleich anhält, der Boy. Den lassen wir nicht davon kommen, das kann er vergessen. Wer so ein lautes Auto fährt, ist ja Belästigung aller. Das geht so nicht. Das kann ich so nicht verknusen.
Meine Güte, wird jetzt doch nochmal grün jetzt, oder was? Los! Los! Er wendet schon! Alles klar. Ist da von einem Unfall oder sowas? Oder warum bewegt sich hier nichts mehr? Oh, lol. Nee, komm, den habe ich nicht gesehen. Oh, ich drehe durch. Oh, nee. Ich hau ab, komm. Das tut mir nicht an. Komm, weg hier. Ich hau ihm noch ein paar Strafzettel raus. Guten Tag. Ihre Schicht ist um, Officer. Ah, siehste. Dann gehen wir jetzt gemütlich zurück und verteilen nebenbei noch ein paar Knöllchen, okay? Damit können wir noch arbeiten. So. Das klang so, als hätte hier einer einen platten Reifen. Oder? Wir gehen jetzt mal gemütlich zurück. Entspannte Sichtprüfung auf dem Weg zurück zur Wache. Ist auch nicht mehr weit. 105 Meter noch. 105. Da vorne gleich. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal in die andere Richtung um, weil wir haben noch 3 Minuten. Und ich denke, wenn wir so eine Minute vor Schluss dann da reingehen, passt die Sache. Könntest du mal in unserem Sweet Spot um die Wache herum umschauen. Officer? Hi! Warte, ich will zurückgrüßen. Moin! Hallo! Kann ich den Leuten hier auf dem Parkplatz eigentlich ein Knörchen geben? Das würde mir gefallen. Warte mal, wir gucken mal. Hier so auf dem Polizeiparkplatz, wenn da eins abgelaufen ist, ein Kollege sozusagen, weißt du? Das fände ich sehr cool. Mal schauen. Das wäre irgendwie nice. Ist nicht abgelaufen. Nicht abgelaufen. Nicht abgelaufen. Das hätte was. Komm schon. Hier muss doch eins abgelaufen sein. Einfach für mein gutes Gefühl. Nope. Eben mal gucken. Nope. Ist der letzte, vielleicht schaffen wir es hier noch. Ja, geilo! Nice! So, hallo! Du lässt das Kennzeichen leider abgelaufen. Stehst du bei der Bullerei und zack. Wo eben Schlafzettel noch reinknüllst, ne? Nützt nix. So, jetzt machen wir Feierabend, Leute. Das ist die letzte Tat für heute gewesen. Nun gehen wir rein an den Computer, dann soll es das auch gewesen sein, ne? Schön. Ja, erster Tag in Downtown war doch ganz nett. Wie gesagt, ich würde sagen, eine Woche machen wir noch, aber dann habe ich aber auch wirklich genug. Das reicht dann auch wirklich. Also, ich glaube, das wird nicht mehr spannender. Wir müssen dann nochmal schießen, aber ich glaube, das weiß ich, ob wir das noch schaffen. Sonst schieße ich mal so einfach rum, aber vielleicht kommt Schießen mit dem nächsten Level ab. Mal sehen. So, Punkte gehen auf jeden Fall rein. Guck mal hier. Downtown ist direkt gestiegen. Du hast den Streifenwagen für diesen Stadtteil freigeschaltet. Ach du meine Güte. Neue Nachbarschaft, Callahan Financial Sector, Ehre, Ehre. So, neuer Schichtplan ist verfügbar. Meine Lieben, wir sind jetzt zwar 50 Sekunden zu früh, aber ich würde dennoch sagen, wir machen dann jetzt an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.